Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs Böbling. Wir sind wieder zu Gast in der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und heute darf ich ganz herzlich begrüßen Oliver Henke. Er ist Leiter der Stadtgärtnerei Böblingen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Henke, Sie sind eigentlich wahrscheinlich in der Stadt nicht allzu bekannt, weil die Stadtgärtnerei zwar viel für die Stadt tut, aber Sie selbst sind der Chef. Sie haben einen Verwaltungsposten, oder? Ist auf jeden Fall so, ja. Also man sieht mich immer mal wieder draußen, aber dann fällt mir nicht auf. Wir sind auch nicht in Arbeitskleidung natürlich unterwegs, sondern eher inkognito dann. Und von daher kann man auch mal ganz ungesehen die Stadt anschauen und die Bedarfsfelder dann angucken. Und, aber ja, viele kennen mich sicher nicht. Ne? Das wird sich jetzt schlagartig ändern. Ja. Sie sind gelernter Gärtner, genauer gesagt Landschaftsgärtner, und haben dann studiert. Ja, genau. Habe dann nach der Gärtnerausbildung noch eine Weile geschafft im Garten- und Landschaftsbau und habe dann aber gedacht, muss doch noch ein bisschen weitergehen. Landschaftsarchitektur ist dann etwas hochgegriffen, sei mal. Also Studium der Landespflege ist das dann. Und habe dort den Abschluss als Diplom-Ingenieur gemacht, genau. Und sind seit knapp einem Jahr Leiter der Stadtgärtnerei. Genau, also seit September letzten Jahres, bin seit 2010 aber schon bei der Stadt Böblingen beschäftigt, war vorher in der Abteilung Umwelt und Grünflächen, eben dort fürs öffentliche Grün zuständig und habe mich dann auf die Stelle in der Stadtgärtnerei beworben. Was hat Sie gereizt, Gärtner zu werden? Ich bin total gern draußen an der frischen Luft natürlich. Grundsätzlich ist das Problem einer Verwaltungsstelle, wie ich sie jetzt habe, dass man am Ende des Tages nicht mehr so richtig sieht, was man tagüber so gearbeitet hat. Und das ist natürlich im Gartenbau ganz anders. Also da ist einfach, man guckt hinter sich und sieht, die Quadratmeter hast du heute gepflanzt oder gepflastert. Und das ist ein ziemlich befriedigendes Gefühl. Daher ging das eigentlich in die Richtung. Das heißt, Sie sind einer der Menschen, die so einen berühmten grünen Daumen hat. Ihnen gelingt alles. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also man muss auch sehr darum kämpfen, sage ich mal, dass die Ergebnisse gut sind und sich halt auch ständig überlegen, wie kann ich mein Wissen da verbessern, weil gerade im Gartenbau ändern sich ja Techniken, da ändern sich Kenntnisse, wie wird irgendwie ein Baum geschnitten, da ist auch alle 5 Jahre mal irgendwas Neues auf dem Markt. Und da muss man schon gucken, dass man den grünen Daumen sich auch verdient. Da sind wir jetzt praktisch schon in der Stadtgärtnerei. Wie groß ist die denn? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Also wir sind, mich eingeschlossen, 25 Leute. Davon 22, die eben draußen tatsächlich aktiv arbeiten. Das sind 11 gelernte Gärtner und 11 Helfer, sage ich jetzt mal. Und Ihr Standort ist im Osten der Stadt? Ja, ganz oben an der Panzerkaserne, unterhalb vom Krankenhaus, ist die Stadtgärtnerei sehr idyllisch im Wald gelegen. Das ist der ehemalige Forsthof, sage ich mal. Da war eine Forstbaumschule früher. Und so in den 70er Jahren kamen dann praktisch die Gewächshäuser dort hinaus und hat man dann da angefangen, Pflanzen anzuziehen und die Gärtnerei praktisch dort als Eigensegment sozusagen des Bauhofes dann dort etabliert. Wenn man sich das mal grob anschaut, was sind die Aufgaben einer Stadtgärtnerei? Ja, zunächst mal auf jeden Fall eben das Stadtbild in einen Zustand zu bringen, was die Grünanlagen angeht, dass das eben ordentlich aussieht und dass alles so wächst, wie es soll und darf. Und dazu ist natürlich eine ganze Menge Aufwand nötig. Das Zeug wächst ja die ganze Zeit und man muss immer gucken, dass es nicht überbordet. Und da ist man ja eigentlich schon genug damit beschäftigt. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass man versucht, auch Highlights zu setzen, Blütenpflanzen dann eben je nach Saison, damit es im Stadtbild dann eben auch mal noch so ein paar besondere Punkte gibt. Das heißt, Sie kümmern sich beispielsweise um die Grünanlage in der Stadtmitte an den Seen. Das ist der Aufgabenbereich der Stadtgärtnerei. Ja, also da sind wir natürlich vornehmlich. Das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen, sage ich mal, wo wir gerne sehr präsent sind. Und das ist ja so als Rest der Gartenschau 96, sage ich mal, als relativ hochwertige Grünanlage eben noch übrig geblieben. Und da ist natürlich auch der meiste Aufwand zu tun. Wir gehen nachher mal noch auf einen kleinen Bummel durch die Stadt Böblingen unter dem Aspekt Grün, Grünflächen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben gesagt, Stadtgärtnerei ist ja an der Panzerstraße, an der Verbindung zwischen Thermalbad im Prinzip und Krankenhaus Schöneich. Kennen viele, weil sie da täglich im Stau stehen.
Ist aber nicht so sehr in der Wahrnehmung. Sie brauchen Fläche. Sie müssen ja Ihre Pflanzen irgendwo herbekommen. Sie müssen die ja ziehen, oder? Ja, also wir haben 3 Gewächshäuser, also Warmhäuser sozusagen mit Glas. Und dann sind es noch 6 Folienhäuser, wobei man jetzt über die letzten 10 Jahre doch relativ heftig reduziert hat. Wir sind also jetzt von circa 40.000 Stück Pflanzen runter auf 15.000, die wir noch selbst ziehen. Jedes Jahr? Jedes Jahr, also für den Sommerflor, genau. Und kaufen inzwischen eben das, was jetzt dann immer selbst gemacht wird, dann zu. Und wer entscheidet jetzt, welche Pflanzen man da einsät und zieht oder dazu kauft? Also ja, die Vorgaben, die kommen aus dem Rathaus sozusagen, von der Grünflächenabteilung. Da wird eben gesagt, die Farbkombinationen sollten dieses Jahr sein. Auch ein bisschen so von den Pflanzenhöhen her, wo wollen wir besondere Farbaspekte haben. Dann kann man Vorschläge oder machen wir Vorschläge, was man da verwenden könnte. Das spricht man also miteinander ab. Und dann kauft man eben dementsprechend Saatgut, Jungpflanzen oder dann eben die fertige Ware ein. Ich habe Leuten hören, dass sie möglicherweise bald noch mehr einkaufen als jetzt. Ja, also der Anzuchtbetrieb bei der Stadtgärtnerei steht jetzt auf dem Prüfstand. Da ist es schon fraglich, ob wir tatsächlich wirtschaftlich produzieren, einfach weil die Stückzahl so gering ist. Und der Heizaufwand natürlich trotzdem relativ hoch ist. Und da wird es wohl schon drauf rauslaufen, dass sich die Gärtner in der Umgebung freuen können, weil die Stadt Böblingen sich jetzt mal umschaut, wer da günstig anbieten kann. Umgekehrt könnte es ja sein, dass Sie mehr anpflanzen und verkaufen, aber das soll ja nicht so sein. Städtische Betriebe sollen ja der Privatwirtschaft keine Konkurrenz machen. Also das ist ein bisschen das Dilemma. Wir könnten natürlich in Sindelfingen nachfragen, Schöneichholz, Gerlingen, ob die Bedarf hätten, dass wir für sie mit anziehen. Aber ich fürchte, auch da wird die Preisgestaltung vielleicht nicht mehr ganz ausreichend sein. Herzlichen Dank bis hierher, Oliver Henke. Wir gehen in eine ganz kurze Werbepause, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran und Sie werden erfahren, auch wie Sie Ihren Garten tatsächlich wunderbar richten können für den Sommer. Jahre Braukunst. Bei uns wird das Bier noch selbst gemacht. Genießen Sie in uriger Atmosphäre unsere naturtrüben, unfiltrierten Biere. Dazu schwäbische Leckereien und handfeste bayerische Klassiker. Sophies Brauhaus bietet alles, was das Herz begehrt. Direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Sie brauchen Hilfe? Wir kennen da jemanden. Elektro-Dunz, Ihr Meisterbetrieb für Elektrotechnik. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Jeden Tag muss Meseret schmutziges Wasser trinken. Sie hat keine Wahl. Jeden Tag riskieren Sie und Ihre kleine Schwester ihr Leben. Denn verschmutztes Wasser macht krank. Jedes Kind hat das Recht auf sauberes Wasser. Doch was soll man trinken, wenn man keine Wahl hat? Wählen Sie die 030 99 19 46 50 und unterstützen Sie Oxfam mit 8 Euro monatlich. Damit können wir Kindern wie Meseret und ihren Familien Zugang zu sauberem Wasser verschaffen. Wählen Sie jetzt 030 99 19 46 50 und spenden Sie 8 Euro monatlich. Ihre Unterstützung rettet Leben. Kinder wie Meseret haben keine Wahl, aber wir können uns entscheiden. Für eine gerechte Welt ohne Armut. Thank you.
Auch Passivrauchen ist schädlich. Beratung zum Rauchausstieg unter rauchfrei-info.de und 0185 31 31 31. Regio TV. Herzlich willkommen zurück zum Stadtgespräch hier aus der Motorworld in Böblingen-Sindelfingen. Auf dem Flugfeld sind wir wieder. Zu Gast Oliver Henke. Er ist Leiter der Stadtgärtnerei Böblingen. Und Sie haben uns was mitgebracht. Was ist das? Das sieht merkwürdig aus. Ja, das ist, sage ich mal, auch für eine Gärtnerei, sagen wir jetzt auch nichts Gewöhnliches. Das ist ein Relikt von der Gartenschau, die hier in Böblingen ja 96 stattgefunden hat. Es gab damals diese fantastischen Blütenbäume. Im Prinzip ein Berg von Geranium, der da im Stadtgebiet dann so steht. Und das muss ja irgendwie auf dieses Metallgestell draufkommen. Und das sind eben diese, ich sag Brühwürfel dazu, wo wir eben jetzt vor kurzem gepflanzt haben und praktisch 12 Geranien da jetzt drinstecken. Die müssen jetzt wachsen, damit man eben dieses Konstrukt nachher nimmer sieht. Das wird dann auf diese Metallkonstruktion aufgesteckt, bewässert. Und dann hat man ab Mai hat man dann eben diese Blütenbäume im Stadtgebiet stehen. Das heißt, relativ bald wird man die sehen können, zum Beispiel am Postplatz, am Elbenplatz. Elbenplatz gibt es ihn jetzt nicht mehr, da ist jetzt die Baustelle gerade in der Bahnhofstraße, da wird auch was anderes hinkommen. Also wir haben jetzt gerade noch am Postplatz den letzten. Ja, Sie haben vorher gesagt, Sie sind zuständig, die Stadtgärtnerei ist zuständig für die Grünflächen der Stadt. Pflege ist das eine, Sie müssen Bäume zurückschneiden, Sie müssen gucken, dass es nicht wuchert, wild, nehme ich mal an. Ja, genau. Also wir haben eigentlich da schon sehr vielfältige Tätigkeiten. Das geht eben vom Rasenmähen los, über die Beetpflege, Gehölzschnitt und dann eben auch die Baumpflege tatsächlich, auch die Verkehrssicherheit der Bäume natürlich ganz wichtig. Ja, dass kein Ast runterfällt, wenn Schlemm am See ist. Genau. Das wäre schlecht. Und Sie sind für die Anpflanzung zuständig, also für die Beete. Gibt es da Trends? Gibt es da auch Trends, die ein Hobbygärtner jetzt gerade aufgreifen kann? Ja, also Trends sind, sag ich mal, schon dahingehend, dass man natürlich versucht, Sorten und Pflanzen zu wählen, wo man weiß, die funktionieren. Das ist also ja schon mal relativ nicht unbedingt, aber zumindest erprobte Dinge. Man fällt gern mal auf die Nase, wenn man so ganz Neues probiert. Das ist im Hausgarten jetzt nicht so das Problem. Da sieht es vielleicht der Nachbar, dass man gescheitert ist in der Stadt. Meckern doch durch auch mal die Bürger vielleicht und sagen, was habt ihr denn da jetzt Komisches? Wenn man von Trends sprechen will, ist vielleicht eher so, also was so den Hausgarten angeht. Man sieht es ja inzwischen sehr häufig, dass man sozusagen den Vorgarten in Schotter bettet und dann nur noch einzelne Pflanzpunkte da drin hat. Irgendwelche Buchskugeln oder solche Dinge. Das ist gerade so ein bisschen ein Trend, den man immer häufiger sieht, wo man aber auch natürlich kritisch gegenüberstehen kann und sich fragen muss, ob der Garten immer so aussehen muss natürlich. Das heißt, es gibt ja immer so diesen Widerspruch zwischen denen, die ihren Garten quasi zähmen und die, die sagen, lass doch wachsen und man schneidet das Notwendige zurück. Welcher Fraktion gehören Sie eher an? Also jetzt einfach, sag mal, vom Privaten her, wenn man abends heimkommt und den ganzen Tag sich mit Garten beschäftigt hat, brauche ich es eigentlich nicht mehr unbedingt. Andererseits wiederum dann doch mal so mit den Ärmeln hochgekrempelt, dann mal wieder richtig reingehen, ist natürlich schon toll. Also bei uns ist eher so eine Mischung. Also es darf schon wachsen, wie es will, aber nicht überall. Und Farben sind, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Sie wechseln ja, Sie haben es gesagt, Wechselflor. Das heißt, das ist auf Verkehrsinseln, an Grünflächen eben Pflanzen. Gibt es da Trends, dass man sagt, dieses Jahr ist jetzt lila die Modefarbe? Oder? Also man sieht es schon so ein bisschen an den Katalogen, die einem die Firmen eben so zukommen lassen, dann im Herbst oder Anfang des Jahres, was da so kommt. Aber einfach jetzt im Frühjahr ist bunt. Relativ wichtig, wobei man ein bisschen das Gefühl hat, dieses Jahr soll so Gelb-Orange-Rottöne hauptsächlich vorherrschen. Und gibt aber auch dann einfach Jahre, wo man schon eher so auf Pastelltöne gegangen ist. Ja, da sind wir mal sehr gespannt, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Oliver Henke. Gespannt deshalb, weil er und seine Mannschaft jetzt in diesen Tagen ganz besonders in der Stadt unterwegs ist. Wir haben Frühling, jetzt muss das alles gerichtet werden, das ist ja klar. Was wir haben, ist natürlich auch nächste Woche ein Stadtgespräch Böblingen, dann mit Michael Steindorfner. Er ist der Kreisvorsitzende vom Deutschen Roten Kreuz und er ist im Gespräch mit meinem Kollegen Chris Fleischhauer. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und noch viel Spaß mit dem Programm hier auf Regio TV.